Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, wieder beim Hexer. Ich freue mich ja so, ich freue mich ja so. Ja. Natürlich ein bisschen verschnupft, wie immer. Und jetzt muss ich irgendwie... Jetzt muss ich irgendeine Kombination auf diesem Stein ausprobieren, damit sich irgendein wundersamer Weg öffnet. Ein wundersamer Weg. Und dann muss ich das komplizierteste Gerät nehmen, was ich dort sehe. Zack. Zack. Muss ich zwei Feuerzauber und einen Luftzauber war das, ne? Aber in welcher Kombination, das habe ich natürlich vergessen. Vergessen wir das Wichtigste von allen, Geralt. Alter, hier gibt es ja nichts zum Rasten, also werde ich mir einfach einen krassen Regenerationstrank für Ausdauer reinpfeifen, wenn ich den noch habe. Nein? Nicht? Ach, kommt schon. Ah ja. Erhöht die Ausdauerregeneration deutlich. Dankeschön, Dankeschön. Wie wär's mit einmal Feuer, einmal Luft, einmal Feuer? Zack, zack, ey. Jetzt verschwende ich damit irgendwie 15 Minuten. Ich sehe das schon kommen. Komm. Hauen wir 15 Minuten lang auf einen Stein ein und haben keinen Erfolg. Kommt schon, kommt schon. Das klappt nicht. Ich muss eine andere Kombination benutzen. Das ist doch nicht wahr. Komm, ich nehme jetzt hier einfach das Tagebuch und guck mir das nochmal genau an. Gnomisches Gerät, das hört sich gut an. Zwei Funktionslegierungs- und Stahlfaser- Rezirkulator. Ach so, ja. Yeah. Um in die alten muss ich auf einen speziellen Stein suchen. Dann muss ich noch zwei Feuerzauber und einen Luftzauber auf diesen Stein wirken. Ja, zweimal Feuer, einmal Luft. Zack, zack, ey. Komm, regenerier schneller, Geralt. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Zack, los. So, und Luftzauber. Ist das wirklich ein Luft... Das ist doch ein Luftzauber, oder? Telekinetischer Stoß. Naja, ist nicht wirklich ein Luftzauber, oder? Ah, doch, anscheinend schon. Ach so, Leute. Ach so, Leute. Es geht natürlich direkt wieder los. Wieso? Wieso werde ich hier in eine Gruft geworfen und direkt von Frauen angegriffen, hä? Wieso? Sag mal. Was ist das jetzt? Eine Bruxa? Was ist denn eine Bruxa? Eine Brünette, die irgendwie verflucht wurde? Verfluchte Brünette? Wieso sagt ihr das dann nicht einfach? Zack, zack, ich schnetze mich durch euch alle. Und ich hab gar keinen Schwalbentrank mehr, oder? Das ist schlecht. Wie viele gibt's hier noch, hä? Ich sehe gar nichts. Versuch erst gar nicht zu casten, Mann. Mach dich fertig, Mann. Mach dich fertig. Gerald ist ein Meister darin, alle fertig zu machen. Und jetzt sollte ich vielleicht so einen Katzentrank trinken, weil ich überhaupt nicht sehe. Ja, ja, schon besser. Schon besser. Ich fühle mich direkt zu Hause. Ja. Yeah. Was mache ich jetzt? Nezensalz. Gibt's auch ein Bruxtersalz? Naja. Lalala, 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 lalala. Oh, was ist denn hier? Sieht doch wie ein... Oh. Eine Erscheinung. Bitte, dankeschön. Mach ich. Ach, noch, auch noch Frauen? So,
So, die Erscheinung ist nicht mehr. Zack, bumm. So grausam wie möglich erschlagen. Zack, zack. Come at me, Bro. Oder Sis, in dem Fall. Ich habe halbes Leben verloren. Das ist gar nicht so gut. Was ist das hier? Todesstaub. Ektoplasma. Hier überall so Rüstungen rumstehen. Kann ich mir nicht einfach eine davon klauen und gut ist? Nee? Schade. Wieso wurde es auf einmal so dunkel? Ach, hier muss ich hin. Gut. Ja. Habe ich noch einen Schwalbentrank? Nein, habe ich nicht. Ich bin ja auch dumm. Ach, noch. Ach, Leute. Widerstanden? Es gibt kein Widerstanden gegen Geralts Zauber. Wieso wurde mir auf einmal so schwarz vor Augen? Doch nicht etwa wegen seinem erbärmlichen Zauber, den sie gecastet hat. Vielleicht mache ich mal diesen Schildzauber auf mir, nur mal für alle Fälle. Man kann ja nie wissen. Genau sowas. Wenn sowas passiert, ne, dann muss man immer den Schild aufrechterhalten. Und der Schild ist dann wieder vorbei, oder? Hat er viel gebracht. Zack, und weg bist du, mein Bruder hier. So, das komplizierteste Gerät greifen, was ich sehen kann. Ja, ich glaube, das ist es. Oh, und Alkohol. Geil. Ja, okay, die Zwerge verstehen schon, womit sie ihre Werkzeuge zusammen. Stufe aufgestiegen. Oha. Ich habe alle Sachen, die ich brauche für meinen Teil, oder? Für die Rüstung. Ich muss. Anscheinend nicht. Habe ich die anderen Elemente der Rüstung? Ich habe ein Stück und dann brauche ich ja noch so eine Rüstung von so einem anderen Typen, ne? Dykotropie, Heilmittel, Teil einer Rüstung. Ja, ich habe den Teil, aber dafür brauche ich ja dann noch eine richtige Rüstung, oder? Okay. Du bist mir ein bisschen zu aufdringlich, tut mir ja leid. Zack, zack. Deshalb wirst du zerstückelt. Tut mir ja leid. Tut mir ja leid. Was? Okay, er ist einfach tot umgefallen, weil ich den krassen finnischen Blow von Geralt erleiden wollte. Eine weise Entscheidung, mein Freund. Eine weise Entscheidung. So, ich möchte zurück. Jetzt muss ich doch nicht wieder diese nervige Kombination machen, oder? Ich habe direkt falsch angefangen. Ach, Leute. So. Ja, jetzt zählt er mir als... Jetzt zählt er mir das an, ne? Ja, jetzt muss ich nochmal warten. Dankeschön. Dankeschön. Raste ich bitte aus? Ja, ich habe irgendwie Bock auszurasten hier. Hui. Schauen wir uns Geralt an, wie er mit seinem Schwert rumfuchtelt. Zack, Nummer 1. Zack, Nummer 2. Und Zack, Nummer 3 muss leider ein bisschen warten, weil das ja so lange braucht, um sich wieder aufzuladen. Obwohl ich diesen Waldkauztrank zugenommen habe. Und Zack, Nummer 3. Bam, bin ich draußen. Fantastisch. Ich freue mich. Vitriol. Bisschen Kupfersulfat mitnehmen. Kann man eben sich immer gönnen. Ich möchte jetzt auf den Ort schauen. Hier, Lagerfeuer. Das ist ein Lagerfeuer. Leute, esst mehr Vitriol. Hey, das Feuer ist sogar entzündet. Fantastisch. Es kann nicht besser werden. Ja, neue Talente erworben. Es kann doch besser werden. So, was gönne ich mir denn? Der Machtstoß ist schon ultra geil. Ja, ja, ja. Das ist alles ganz gut. Mal fange ich jetzt an, die Kampfstile noch ein bisschen krasser zu machen.
Hier, schneller Stahl, immer gut. Schnelles Silber, immer gut. Und dann kann ich doch irgendwo hier bedrohlich... Ah, die Bronzetalente, ne? Die Bronzetalente, die niemand braucht. Oder kann ich vielleicht den Igni-Zauber hier ein bisschen... Ausdauer kosten 15, Ausdauer kosten 15. Bewirkt Einäscherung. Verursacht Schmerzen. Verursacht Schmerzen. Yeah. Axi, Bezauberung. Das ist doch alles kacke hier. Ich skille einfach alles, was sich bewegt hier. Zack, zack. Nee, Einäscherung will ich nicht. Nee, nee, ich habe schon Ansprüche. Ansprüche habe ich immer noch, ne? Ach Gott, Leute. Schmerz plus 25%. Normalerweise würde ich das ja nehmen, ne? Hier, Schwips, hier, ich bin ein ultra harter Trinker. Zack. So, jetzt möchte ich einen Schwalbentrank brauen. Aus dem Zwergenbrand. Direkt mal in Gönnen. Habe ich noch irgendwas? Nein? Schade. Dann werde ich jetzt ein bisschen meditieren. Drei Schwalbentränke. Ist schon wieder ganz okay. Ich bin zufrieden mit mir. So. Es ist Tag. Helllichter Tag. Ich sehe nichts davon, weil ich noch in deiner Mine bin. Zack, jetzt bin ich draußen. Und jetzt möchte ich einen helllichten Tag vor mir sehen. Wo musste ich nochmal hin, um irgendwie die Rüstung von so einem Ritter zu bekommen? Gruft der Strieger. Rabesgruft. Zu Rabesgruft gehen wäre eine Idee, glaube ich. Okay, ich gehe zu Rabesgruft. Das ist entschieden. Entschieden ist es. Andere Richtung. Ich trage ja mein wunderschönes Band, welches mich vor Ertrunkenen schützt. Ja, das tue ich. Ihr könnt mich alle mal. Ihr rennt sogar von mir weg. Das einzig Nervige an der Sache ist, dass wenn ich dann jemanden angreifen will, sie vor mir wegrennt und der Kampf nicht aufhört, obwohl sie mich nicht angreifen. Unlogisch ist aber so. So, wo ist Rabesgruft, ey? Wo ist Rabesgruft? Wahrscheinlich muss ich da wieder irgendwo hochgehen, wo ich... Oh, eingestürzte Brücke. Rabesgruft ist aber wirklich ein bisschen abseits, oder? So. Rabesgruft, Rabesgruft. Rabesgruft liegt direkt vor mir. Wo ist sie? Lotzesügler. Zack, und du explodierst. Ja, du machst mir am meisten Schaden mit deiner verkackten Explosion. Ich kenne die Geschichte. Grufteingang. Rabesgruft. Fantastisch. Was mich dort drin wohl erwarten wird. Monster? Ich höre Geräusche hinter dieser Wand. Da drin muss irgendetwas sein. Zack, bumm, ey, Machtstoß, Deluxe. Oh, ein Schatzsucher? Was macht der denn hier? Das ewige Feuer muss euch geschickt haben, Meister. Warum seid ihr hier, guter Mann? Ich suche das Grab von Rabe, dem großen Krieger. Es heißt, es birgt ungeheure Reichtümer. Habt ihr etwas gefunden? Grässliche Ungeheuer haben mich angegriffen. Und dann sind Steine herabgestürzt. Und ich war eingesperrt. Wärt ihr nicht gekommen, Herr? Beeilt euch, solange der Weg frei ist. Ich kümmere mich um diese Ungeheuer. Tschüss. So, und... Ja, wo muss ich jetzt hin? Ort. Rabes Grab. Gut, dass das gekennzeichnet ist. Macht zwar wenig Sinn, aber... Danke. Zack, zack. Du kannst mir nicht ausweichen, denn ich bin Geralt. Ach, also das sind noch mehr. Okay, jetzt habt ihr mir einen Zorn erweckt. Meins.
Und Nummer 2. Dankeschön. Dankeschön. Ihr wart leider keine Herausforderung. Willst du eine Herausforderung sein? Oh Gott. Ja, okay. Es sind schon ein paar Leute hier. Ein paar. Ein paar. Ach so. Ah, Leute. Komm. Ey, ich mach gerade einen Finish im Flow. Könnt ihr das nicht sehen? Tschüss. Tschüss. Ich habe gerade keinen Bock, mich mit euch zu unterhalten. Ich nehme mir mal kurz einen Falscher Trank! Vollkommene Lähmung gegenüber Lähmung und Niederschlag. Toll. Das brauche ich im Moment auch so dringend. Ja, ja, der Fluch des Mistkriegs. Und Nummer 2. Komm. Lass mich in Ruhe. Meine Fresse. Wieso kannst du nicht einmal Ruhe geben? So, jetzt gibst du Ruhe. Mann! Mann! Ah. Okay, schon ein bisschen anstrengend hier. Aber ich glaube, bis ich dann Rabes Gruft aufdecke, werde ich dann bis zum nächsten Part warten. Also, auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.